Also ich kann sonst kurz versuchen mit dem Bein jetzt mit dem Hinterbein zu kollidieren, wenn ich hier runterfahre. Wenn ich jetzt versuche die Schaufel an mich heranzubringen mit dem hier, bekomme ich hier Vibrationen. Sag mir, ich mache etwas, was mich selber beschädigen könnte, und auch wenn ich weiterhin das Steuersignal gebe, fährt der Bug nicht in diese Richtung. Also er hält mich davon ab, mich selber zu verletzen. Und wie realitätstreu ist, also wie realitätstreu, also kann man sich da vorstellen, irgendwann so quasi wie Homeoffice zu machen, oder? Ah, sind ja? Also ich denke, wir haben jetzt schon ein paar von Menzi Muck hier drauf gehabt, zwei, ja. Professionelle Fahrer sind. Von denen haben wir eigentlich gutes Feedback. Also was halt schwierig ist, wenn ich da auf dem Bildschirm schaue, für mich ist es relativ schwierig abzuschätzen, wo ist jetzt meine Schaufel. Also ja. Greife ich, also kann ich jetzt den Boden aufnehmen, bin ich schon dort oder nicht. Das ist ein bisschen schwierig, das braucht ein bisschen Übung. Aber sonst, was mir jetzt vorher der eine gesagt hat, dass er zum Beispiel gespürt ist, wenn er das Bein hier drin bringt. Dann, wenn ich einen Anschlag vom Zylinder fährst, dann hast du einen kleinen Schlag geschaffen. Das spürst du da auch. Also, ich habe schon viel von dem Feedback geprüft. Ob das, wenn ich bei Wind und Wetter und draußen